Ja, das ISB ist ja bekannt für seine drei Schwäne. Wir haben jetzt gemerkt, dass wir eigentlich mittlerweile mehr Schwäne am Himmel haben, das heißt mehr Perspektiven, aus denen heraus es Sinn macht, sich am ISB zu qualifizieren und im Verbund mit anderen Professionellen im ISB-Netzwerk zu agieren und gemeinsam das Feld zu gestalten und auch gemeinsam weiterzulernen. Insofern gibt es aus fünf Perspektiven gute Gründe, von vornherein Curricula am ISB zu machen, sich dort professionell zu qualifizieren und auch eine professionelle Identität dort jeder in seiner ganz eigenen Weise zu entwickeln. Aber professionelle Identität hat auch etwas mit Zugehörigkeit zu tun zu einem bestimmten kulturellen Feld. Die erste Hauptperspektive, der Klassiker, den es bei uns seit 30 Jahren gibt, dass man in einem hochwertigen Curriculum sehr interaktiv, sehr praxisbezogen mit anderen zusammen sich professionell qualifiziert aus einer systemischen Sicht. Und dass man bei der Gelegenheit auch lernt, eigene Kompetenzen anderen zur Verfügung zu stellen, sich auszutauschen. Dass man lernt, Regie über Lernprozesse für Organisationsentwicklungs- und Kulturentwicklungslernen zu führen und dass man das dann draußen auch im eigenen Arbeitsfeld jederzeit brauchen kann. Damit man das draußen gut umsetzen kann, dass man zu seiner Regiekompetenz auch die entsprechenden Instrumente hat, haben wir zunehmend auf der ISB-Website, und da kommen wir zum dritten Schwan, sowohl die Inhaltskonzepte als auch die Arbeitsformen des ISBs didaktisch aufbereitet zur Verfügung gestellt, sodass Interessierte sie mit ganz wenigen Klicks sich auf ihre Rechner ziehen können, um sie mit der erworbenen Regiekompetenz am ISB auf sehr kurzem Wege so aufzubereiten, dass sie für die eigene Arbeit direkt verwendbar und nutzbar sind. Und das gerne unter dem eigenen Logo. Bei uns bleibt dann eigentlich nur noch die Information, dass die Quelle des ISB ist, aber es darf gern in eigenem Namen weiterverwendet werden. Wir sind froh über diese Art von Verbreitung. Ja, insofern, erster Schwan, ein gutes Curriculum. Zweiter Schwan, man wird dabei eigentlich zum Spezialisten für Organisations- und Personalentwicklungslernen, auch draußen in den eigenen Arbeitsfeldern. Dritter Schwan, man kann am ISB von der Website kostenlos jede Menge Inhalte, jede Menge Didaktik, jede Menge Tools und Anwendungsformen runterziehen und im eigenen Bereich weiterverwenden, das alles kostenlos. Ja, und Identität ist auch eine Sache der Zugehörigkeit. Die Menschen lernen eben nicht nur in den Curricula hier, sondern sie lernen dort höchst wirksam miteinander weiterzulernen, und viele, viele pflegen das über die ganze Landkarte verstreut in regionalen ISB-Gruppen, zum Teil fachlich spezialisiert, über die einzelnen Curriculum-Gruppen hinweg, und haben bemerkt, dass sie die Lernkultur, in die sie hier hineingewachsen sind, dort völlig nahtlos miteinander weiterführen können. Und diese Zugehörigkeit und dieses Kulturverständnis ließ sich sogar in dieses höchst effektive Internetnetzwerk von Professionellen, das wir mit mittlerweile 4000 Mitgliedern haben, übertragen. Dort tauschen sich die Alumni unserer Curricula untereinander aus über Fachfragen, über professionelle Anliegen, geben sich gegenseitig Anregungen. Es gibt jede Menge Aufträge, Stellen, die dort vermittelt werden, weil viele Marktteilnehmer gemerkt haben, was für ein gut ausgewählter, hochwertiger Markt das für sie ist. Es werden Tipps über Tagungsstätten ausgetauscht, Referenten und alles Mögliche. Und interessant daran ist, dass man das Gefühl hat, selbst in einem Netzwerk von
ja, der erheblichen Menge von 4000 Menschen trotzdem eine persönliche Bindung und Zugehörigkeit zu erleben und es als Liebesnetzwerk anspricht und das, was man dort eingesammelt hat, natürlich gern dieser Community zum gemeinsamen Leben weitergibt. Das ist der vierte Schwan. Und der fünfte Schwan ist über das ISB-Netzwerk hinaus einfach die Anbindung an Verbände, deutschlandweit im deutschsprachigen Raum, besonders eben der Deutsche Bundesverband Coaching, in dem wir ja als Gründer tätig waren und eine wesentliche Rolle spielen bei der Weiterentwicklung dieses Verbandes. Und seit einiger Zeit sind wir auch dabei, einen internationalen Austausch dadurch zu fördern, dass wir ein internationales Netzwerk systemisch und wirklich organisationsbezogen aufbauen und die Menschen, die im ISB angesiedelt sind, die haben dort leichten Zugang und werden sich auch dort sehr leicht anschließen können und zu Hause fühlen.